Die Leipziger Volkszeitung und der Mitteldeutsche Rundfunk rücken enger zusammen. Ausgewählte Fernsehbeiträge des MDR sind demnächst auch auf der Internetplattform LVZ Online zu sehen. Die Kooperation zwischen dem MDR und der LVZ ist von uns von großer Bedeutung, weil wir so regionale Videoinhalte unseren Lesern, unseren Nutzern zur Verfügung stellen können, die wir in dieser Form videomäßig gar nicht produzieren könnten. Das sind Inhalte aus dem Sachsenspiegel, aus dem Sport im Osten, anderen Sendungen. Und dadurch unsere sehr guten lokalen Inhalte, lokalen Videos ergänzen und unser Angebot abrunden. Für uns ist der Vorteil ganz eindeutig. Wir erreichen auf diese Weise Publikum, das wir normalerweise nicht erreichen würden. Für die Zeitung ist er auch klar, denke ich. Sie bekommen Beiträge, die sie sonst entweder nicht hätten oder für teures Geld selber produzieren müssten. Und für die Nutzer schließlich ist es auch ein Vorteil, weil sie ein breites inhaltliches Angebot auf ganz leichte Weise verfügbar haben.